Alle Experimente in unserer Show werden von Expertinnen und Experten vorbereitet und durchgeführt. Sie sind nicht geeignet, um zu Hause nachgemacht zu werden, und das ISD Austria übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die dabei entstehen. Herzlich willkommen bei unserer Show hier am Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg. Wir stellen uns heute die super gescheite Frage: Wie heiß ist kalt? Ich habe da Eiswürfel, die haben ca. minus 15 Grad. So kalt kann es bei uns im Winter auch werden. Aber geht's noch kälter? Hallo Andrea! Was hast denn du da? Kocht es? Ja, das kocht zwar, ist aber minus 200 Grad kalt. Minus 200 Grad, das ist definitiv kein kochendes Wasser. Das ist offenbar flüssiger Stickstoff. Aha. Genau, der Hauptbestandteil unserer Luft. Minus 200 Grad, das ist jetzt wirklich kalt. Andrea, ich glaube, ich brauche auch so eine coole Schutzausrüstung, wie du sie hast. Zum Glück habe ich eine da, ich ziehe sie mir gleich an. Was ich so cool finde, ist auch dieser Nebel, der da entsteht. Ja, genau, das ist wegen der Luftfeuchtigkeit. Das siehst du ja auch im Winter, wenn du ausatmest. Jetzt haben wir keinen Winter, aber ich habe eine brillante Idee, wie man auch jetzt diesen Nebel ausatmen kann. Dazu brauchen wir Mais-Snack. Die haben nur ganz wenig Wasser. Das heißt, die speichern nur ganz wenig Wärme oder Kälte. Und deswegen kann man die auf minus 200 Grad abkühlen und gefahrlos in den Mund nehmen. Was? Oh oh. Okay. Minus 200 Grad, Achtung, Visier auf. Super. Darf ich auch? Das ist total erfrischend, natürlich, klar. Lass dir schmecken. Mhm. Wie gesagt, völlig ungefährlich. Es wird schon kalt im Mund, oder? Schon sehr erfrischend, ja. Für heiße Sommertage die perfekte Erfrischung. Wenn du das cool, und damit meine ich natürlich kühl, findest, dann musst du mal zu uns ins Labor kommen. Da ist es noch viel kälter. Da haben wir minus 273 Grad. Wow. Minus 273, das ist ja irre. Das ist kälter als im Weltraum. Das ist fast schon am absoluten Nullpunkt. Andrea, das interessiert mich. Das musst du mir erzählen. Vorher weg mit dem Essen, weg mit dem Stickstoff. So ist es eindeutig gemütlicher. Andrea, jetzt erzähl, woran arbeitest du in deinem Labor? In unserer Forschungsgruppe am ISD Austria arbeiten wir am Qubit. Das ist das Herzstück des Quantencomputers. Du kannst dir das so vorstellen. Wenn du deinen klassischen Computer nach einer Rechenaufgabe fragst, dann zerteilt er sie in viele kleine Teilaufgaben und sagt zu jeder Teilaufgabe ja oder nein. Das ist so wie Kopf oder Zahl bei einer Münze. Jetzt, der Quantencomputer wird zu jeder Teilaufgabe erst einmal Jein sagen, wie wenn du diese Münze drehen würdest. Das heißt, er entscheidet sich nicht sofort, sondern bleibt zunächst einmal unentschlossen. Das finde ich sehr sympathisch. Ich mache das auch sehr oft so. Wie geht's dann weiter? Genau, und dann erst am Ende nimmt er all diese Jeins und fügt sie zu einer Antwort zusammen. Aha. Das heißt, ein Qubit kann zwei verschiedene Energiezustände annehmen, kann praktisch in zwei verschiedene Schubladen geschoben werden, und ihr müsst messen, in welcher der beiden er sozusagen gelandet ist. Das heißt, ihr müsst winzig kleine Energieunterschiede überhaupt messbar machen. Inwiefern hilft dir jetzt die tiefe Temperatur bei dieser echten Herausforderung? Okay, ich gebe dir noch einen Vergleich. Stell dir vor, du bist bei einer Party und du willst deiner Freundin ein wichtiges Geheimnis ins Ohr flüstern. Okay. Jetzt ist aber die Lautstärke rundherum so laut, dass deine Freundin dein Flüstern nicht hören kann. Das ist so, wie sich die Moleküle bei uns bei Raumtemperatur bewegen. Die bewegen sich wie wild herum und tanzen. Und erst, wenn du die Temperatur kleiner machst, werden die ein bisschen ruhiger und endlich mal chillen. Das ist so, wie wenn du bei der Party dann die Lautstärke runterdrehen würdest und erst dann kann deine Freundin dein Flüstern verstehen. Aha. Wenn dieser Quantencomputer tatsächlich eines Tages funktionieren würde, noch ist er nicht so weit, was würde uns das bringen? Mit dem Quantencomputer hoffen wir nun, dass er für solche komplexen Rechenaufgaben, wie zum Beispiel das Knacken von Sicherheitscodes, sehr viel schneller ist oder die Aufgabe überhaupt lösen kann. Aber das sind leider alles nur Wunschträume und wir wissen noch nicht ganz genau, was wir mit dem Quantencomputer alles wirklich lösen können. Absolut faszinierende Forschung bei ganz, ganz tiefen Temperaturen. Andrea, ich habe mir jetzt noch eine Challenge für uns beide überlegt mit flüssigem Stickstoff. Bist du bereit? Natürlich. Dann ziehen wir uns wieder an. Gehen wir los. Wir beide bekommen eine Plastikflasche, die mit dem A gehört dir,
Und die Frage ist, wer von uns schafft es, diese Flasche mit flüssigem Stickstoff weiter quer durch die Halle zu schießen? Das klingt okay. Spannend. Sehr gut. Bist du bereit? Jawohl. 3, 2, 1, los! Jetzt gut zielen. Oh, cool! Wow! Andrea! Das du bist super. Ein Wahnsinn! Das war der allererste Stickstoff-Raketenschuss deines Lebens. Und du hast sogar unter diesen wirklich erschwerten Laborbedingungen einen fulminanten zweiten Platz erreicht. Also du kannst wirklich stolz auf dich sein. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt noch das bombastische Finale. Komm mit mir! Bisher haben wir den flüssigen Stickstoff ja nur durch die Umgebungsluft erwärmt. Jetzt helfen wir kräftig nach. Wir füllen aus diesem riesigen Container eine gewaltige Menge Stickstoff in die beiden Behälter. Und dann schütten wir jeweils einen Kübel mit kochendem Wasser in den Stickstoff. Aha. Wow, da geht sicher was ab. Bist du bereit? Natürlich. Gehen wir's an. Haben wir genug? Das schaut gut aus. Eine Riesenmenge Stickstoff. Weg mit dem Tank. Okay. Minus 200 Grad kalter flüssiger Stickstoff trifft auf kochendes Wasser. Sind wir bereit? Wir sind bereit. Dann zähl mal. 3, 2, 1. Eine Megawolke. Eine Riesenwolke. Das war die Folge Wie heiß ist kalt? Andrea, es war grandios. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat riesen Spaß gemacht. Na, der Spaß hat auch ganz meinerseits. Ich meine, eine solche Wolke, wow. Schon genial. Du, ich komme auf den Geschmack. Habt ihr vielleicht noch einen größeren Stickstofftank? Vielleicht 200 Liter? Lass mal schauen gehen.